So. Ja, der Titel schon sagt. Hier eine Aufnahme mit der GZ-Version 3.6, die alte Version. Ich habe jetzt beides parallel installiert. GZ-Doom, also die 3.7er, habe ich original installiert. 3.6 habe ich, wie man hier schon sehen kann, jetzt in einem separaten Verzeichnis installiert, wie ich angekündigt hatte bei dem einen Video. Ja. Und jetzt werde ich zweimal das gleiche Szenario wieder spielen. Genau, erstmal mit der 3.6 Version und dann genau das gleiche Setup mit der 3.7 Version. Und dann könnt ihr mal sehen, was ich gerade schon gesehen habe. So, dazu gehen wir in unser Let's Play Setup. Ist das das mit Extreme? Ja, genau. Das ist das mit Extermination Day. So, hier seht ihr, das ist das Setup mit der alten Version, mit der 3.6er Version. Habe ich ja wie gesagt im separates Verzeichnis installiert. Oh, Flashlight ist auch aktiv, genau. Ja, okay. Und das ist übrigens auch das Setup, mit dem ich dann die vorhandenen Let's Plays weiterspielen werde, weil das kann die noch laden. Bei der 3.7er Version werdet ihr dann sehen, das ist alles blau markiert und wenn ich da was was laden möchte, kommt der mir mit Version wird nicht unterstützt. Aber gut, das ist jetzt erstmal komplett uninteressant. Ihr seht hier rechts die FPS-Anzeige. Ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen größer bekommt. Gut, ich hoffe, das reicht so. Ist gut. Flashlight, wie gesagt, genau das gleiche Setup. Achso, könnt ihr hier nochmal machen, was am besten ganz clean. So, jetzt haben wir genau den Screen ohne Flashlight. Haben wir jetzt 35, 38 für den Dreh und mit Flashlight 29, 30. Dann gucken wir mal im Spiel. Ja, und ich habe noch mein Doom for Doom Setup mit der Kamera genommen, damit ihr mein Bild links seht, weil der Rest halt die FPS-Anzeige ist. Aha, ihr merkt das schon. Geht schon mächtig in die Knie. 14, 15 Bilder pro Sekunde. Boah, Alter. Zwei Bilder. Hier geht's wieder schnell. Wow, ist gleich gut. Wow, Alter. Ja, und hier in der Grube merkt man richtig, die Framerate komplett runter. Und jetzt auch noch die Dinger zerschießen. Na, gute Nacht. So, jetzt holen wir uns mal hier die Karte. Das hier gut in Erinnerung behalten, weil das ist nämlich genau so eine Stelle und die ist bei Version 3.7 viel besser. So, jetzt holen wir uns mal die gelbe Karte. Ja, ich habe mich jetzt gerade ein bisschen gescheatet, weil es geht ja hier nicht ums Spiel, sondern um die Performance. Weil ich sag mal so, mit 15 Bilder pro Sekunde und weniger kann man das jetzt als Spiel bezeichnen. Ja, sowas wie eine gute Schlacht die ja schon. Oh, Alter!
das war Version 3.6. Ich habe schon gemerkt, ich musste einmal mich wiederbeleben, weil durch die Unspielbarkeit ich halt absolut nicht strafen konnte und dementsprechend auch Messerschart getroffen wurde. Ja, und in dem nächsten Video, was jetzt gleich kommt, kommt dann der 1:1 Vergleich. Wie ihr schon sehen könnt, ist bereits mein zweiter Versuch, beziehungsweise mein dritter Versuch. Ich habe zuerst den 16.10 aufgenommen, weil es halt einfach schneller ging mit dem Setup aufbauen. Nur dann habe ich gemerkt, die FPS-Anzeige ist dabei außerhalb von dem euch sichtbaren Bereich. Dementsprechend jetzt praktisch der dritte Versuch. Ja, bis gleich.